Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Science-Fiction-Freunde, hier auf unserem Kanal 4 Buttons. Ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect Andromeda und wir befinden uns auf der Nexus im Docking-Bereich. Und wir sollen als nächstes mit Cash über Spender reden. Allerdings habe ich mir überlegt, wir haben noch nicht genügend Quests. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal nochmal hier in diesem Docking-Bereich um, ob wir nicht noch mehr Quests finden. Was ist hier? Das Vortex. Da gucken wir auch gleich noch rein, würde ich sagen. Aber erstmal gucken wir hier nach Dr. Camden. Mal gucken, was der so hat. Natürlich muss genau in dem Moment, in dem ich das richtige Luftgemisch gefunden habe, wieder irgendein Idiot hier reinspazieren. Sind Sie nicht der Pathfinder? Dr. Camden, Leiter der Hydrokulturforschung. Geben Sie auf die Setzlinge Acht. Du mich auch, du Arschloch. Sind Sie immer so unhöflich zu den Leuten, die hier reinkommen? Nur wenn ein einziger Fehler jeden auf der Nexus das Leben kosten könnte. Wie meinen Sie das? Die Hydrokulturen versorgen uns mit Luft, Essen und Wasser. Sie sind der zarte grüne Streifen zwischen uns und dem Vergessen. Während der Meuterei hätten wir das alles beinahe verloren. Jetzt bin ich dafür verantwortlich. Wenn Sie die Leute netter begrüßen würden, hätten Sie bestimmt mehr Helfer, um alles am Laufen zu halten. Ha, wie scharfsinnig. Falls es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich ja vielleicht bei Ihnen damit anfangen. Ich brauche Proben der Pflanzenwelt in Andromeda. Unsere eigenen Exemplare sollten sich an Sie anpassen können. Bringen Sie mir jegliche Pflanzen, die Sie finden. Im Gegenzug erhalten Sie eine Belohnung. Und meinen Dank. Was, was? Auf deinen Dank kann ich scheißen, du Penner. Such du deine Pflanzen selber. Echt, ey. So eine Arschkrampe. Aber die Quest haben wir noch trotzdem, natürlich trotzdem bekommen. Naja. Wir gucken mal eben. Können wir mal was scannen? Vielleicht? Nicht wirklich. Ich finde das echt schade. Ich finde, wir können viel zu wenig scannen. Es müsste mehr zu scannen geben. So, wenn wir jetzt hier schon mal stehen vor dem Vortex, gehen wir da jetzt einfach mal rein. Mal gucken, was die hier so für Musik spielen. Ja, klingt doch schon ganz nice. Die Bühne gibt's auch. Ich würde sagen, wir drehen erstmal eine Runde hier. Erstmal gucken, wer hier so ist. Vielleicht treffen wir irgendjemand. Hier, das ist Liam. Diese Flagge gehört Ihnen allen. Das ist Prodromos. Wo ist die Flagge denn? Genau, wir sollten noch die Flagge aufhängen, aber da haben wir gar keine Quest für bekommen. Willkommen zurück. Ich war noch nie hier. Was heißt denn hier willkommen zurück? Okay, mit vielen Leuten können wir hier offenbar nicht sprechen. Dann quacken wir kurz mal mit Liam, würde ich sagen. Hallo? Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch, sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Okay, hat so viel da nicht zu sagen. Hier ist offenbar eine Quest. Anand Temari. Hey, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Es wäre zum Wohl der Bar. Na klar. Immer her damit. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Sicher. Die Verköstigung wird bestimmt sehr interessant. Keine Sorge. Dutch meckert zwar viel, aber er macht das mit Herzblut. Und er ist der beste Chemiker, den ich kenne. Sie sind in guten Händen. Ein Chemiker also. Im Atrium der Hyperion nach Vorräten suchen, okay?
nicht noch jemand. Verdammt! Das hier sollte eigentlich das Chemielabor sein. Mein Chemielabor. Sie kommen aus sämtlichen Ritzen gekrochen wie Weltraumkakerlaken. Das sagst du immer wieder, Dutch. Und trotzdem bist du hier und schüttest den Leuten Drinks ein. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann, oder? Sie sind Versuchskaninchen, verdammt. Ein Chemiker braucht nun mal Versuchskaninchen. Was er nicht braucht, ist, dass sein Labor von irgendwelchen Leuten übernommen wird, die einem Sachen schenken und nett sind. Geschenke, das ist wirklich das Letzte. Ich bin versucht. Ja, das ist wirklich das Letzte. Leute, die ihnen Dinge schenken und ihnen helfen, ihren Laden aufzubauen. Das ist so rücksichtslos. Ja, nicht wahr? Und sie bringen immer mehr. Tische und Stühle, diese Bar, Lichter und... Moment mal. Sie machen sich über mich lustig, oder? Nein. Lassen Sie sich von Dutch nicht abschrecken. Er ist eigentlich ganz nett. Bin ich nicht. Und seine Drinks sind wirklich gut. Verdammt richtig, das sind sie. Ich meine... Hier, nehmen Sie einen Dirty Squirrel. Schien in Ordnung gewesen zu sein. Kann ich noch einen haben? Sie sind zurück. Gäste gehören nun mal dazu, wenn man in einer Bar arbeitet. Der hat gesessen, Dutch. Ich schätze, ich muss mich wohl auch an Sie gewöhnen. Na schön. Von mir aus können Sie Stammgast werden. Wie heißen Sie? Scott. Ich bin Dutch. Und das da drüben ist Anan. Nehmen Sie sich vor ihr in Acht. Sie kann ziemlich bissig sein. Bissig ist gut. Ich kann damit umgehen. Ugh. So einer sind Sie also. Sieht aus, als wärst du in der Unterzahl, Dutch. Man sollte eigentlich annehmen, die Leute würden es sich zweimal überlegen, bevor sie auf dem Kerl rumhacken, der die Drinks macht. Aber nein. Wo wir gerade von Drinks reden, wollen Sie den hier mal probieren? Ich werde ihn den Tall Moose nennen. Der war offenbar nicht so geil. Ja, komm, jetzt sind wir schon dabei hier. Seh schon wieder. Ich meine, hallo, willkommen in meinem Labor. In meiner Bar. Wie auch immer. Oh, Dutch, du gewöhnst dich ja langsam an die Situation. Mein Problem ist ja auch nicht die Situation, sondern die Leute. Sie labern mich ständig voll. Vermutlich können sie einfach ihrem Charme nicht widerstehen. So habe ich das noch nie gesehen. Moment mal, sie verarschen mich doch. Nein! Oder? Das würde ich nie tun. Na schön, hier, trinken Sie was. Kanaille. Also bitte. Nicht Sie, der Drink. Okay, wird wieder besser. Okay, drei haben wir, einen können wir noch. Der Drink der Stunde heißt Lucky Leprechaun. Wollen Sie ihn probieren? Natürlich. Woher der Name? Bringt es Glück, ihn zu trinken? Mir schon. Ich vergesse, woher die Zutaten stammen. Oh. Warum nicht? Was kann schon passieren? Ausgezeichnet. Jetzt war ich ein bisschen zu voreilig, glaube ich. Ne, wir stehen, aber guck mal jetzt. Oh. was machen wir bitte auf der Bühne? Warum lagen wir jetzt auf der Bühne rum? Na gut, okay. Unser erster Zusammenbruch. Hat Liam was dazu zu sagen? Gratis Drinks für Pathfinder. Dafür sorge ich. Ah, deshalb brauchen wir hier nichts bezahlen. Hab ich schon gewundert. Dann gib mir nochmal einen. Hallo. Jetzt krieg ich nichts mehr? Oh, das ist aber fies. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal die Zutaten besorgen. Na gut, dann dampfen wir hier mal wieder ab. Genügend Spaß gehabt. Ja, und wir haben eine Menge zu tun hier auf der Nexus. Ich würde sagen, wir tappen mal hier hoch.
Hydrokulturen, neuer Ort entdeckt. Okay. Und hier ist dann die nächste Quest. Shapiro. Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow, Sie sind der Pathfinder. Hey, tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun. Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das ist toll, denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Jetzt hat er die Quest nicht ausgewählt. Ich war zu langsam, weil die Quest würde ich dann doch gern gleich machen eigentlich. Warte mal, wieso bin ich jetzt im Codex? Wie hieß die Quest? Sphärenmutter, Entwicklung einer Forschungsstation, verstorbener Bruder, Weg eines Helden in der Zukunft, erwacht, Steine klopfen, verschwundener Wissenschaftler, Relikt, Datenkerne, Benennung der Toten, Herstellung einer Pathfinder-Panzerung, defekte Kabel. Das ist es, ne? Auf der Nexus kommt es zu merkwürdigen Energieausfällen. Ein Techniker braucht bei der Suche nach der Ursache ihre Hilfe. Das wähle ich mal aus. Und wir haben mehrere Punkte hier offenbar. Bevor wir das jetzt aber machen, gehen wir erstmal die nächste Quest holen. Wenn denn hier noch eine ist. Bei einer Expedition nach Eos im Pythias-System wurde eine geheimnisvolle Anlage entdeckt, die von den Behörden als Gewölbe bezeichnet wird. Obwohl bislang nur wenig über dieses unterirdische Bauwerk bekannt ist, geht man davon aus, dass es von den Relikten stammt. Die renommierte Asari-Wissenschaftlerin Pelisaria Bissail äußerte sich wie folgt. Was wir in dem Gewölbe aktiviert haben, hat die Atmosphäre auf Eos drastisch verbessert. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Alles klar. Ich habe gerade Lautsprecher gesucht. Ich bin mir sicher. Ich glaube, das kam von diesem Bildschirm hier. Weil Lautsprecher sehe ich hier nirgends. So, ich will hier mal kurz gucken. Hallo? Sieht ein bisschen aus wie Lara Croft, finde ich. So, dann haben wir hier. Hier haben wir nichts. Aber dieser Bereich kommt mir bekannt vor. Der sieht sehr Citadel-artig aus. Erinnert mich tatsächlich an Mass Effect 3. Könnte sein, dass hier vielleicht die Botschaften hinkommen irgendwann. Könnte ich mir vorstellen. Okay, aber hier scheint nichts weiter zu sein. Dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, was wir da scannen können. Das ist ja, glaube ich, nicht weit. Na, hier 39 Meter. Machen wir das zuerst. Okay, hier war jetzt irgendwas. Also das Gamepad hat vibriert. Schon wieder? Warte mal. Was wollt ihr da gerade scannen? Ach, das jetzt hier. Diese Energieausfälle ergeben keinen Sinn. So, beschädigte Ausrüstung. Dieses Terrarium dient der Kultivierung von Pflanzen auf der Nexus. Die Schäden lassen auf den physikalischen Versuch schließen, sich Zugang zu verschaffen. Die Bedingungen im Inneren wurden beeinträchtigt. Vorhandene angebaute Pflanzen sind unbrauchbar. Jetzt war ich ein bisschen irritiert, weil ich ja vorhin schon mal versucht habe, das Ding zu scannen und da ging das nicht. Okay, aber hier jetzt vibriert er schon wieder. Ich glaube, das ist nicht hier. Da müssen wir wahrscheinlich hier um die Ecke oder so. Was haben wir denn hier? Tech-Labor. Ach, hier sind wir bei... Guck mal an. Noch ein Energieausfall. Ich bin mir sicher, Professor. Was? Ich weiß nicht, ob Sam zu uns noch irgendetwas sagen wollte. Eigentlich haben wir die Priorität, das hatte Sam uns erzählt, aber der hat irgendwie direkt danach mit Professor Herrick gesprochen. Ich bin sehr irritiert. Okay, da geht's weiter. Da. Ich führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache durch.
Handelt sich um ein Standard-Computer-Terminal, der Nexus zur Interaktion mit vielen verschiedenen Systemen und so weiter. Wo jetzt? Wo jetzt? Ich glaube, wir müssen... ne, hier nicht, ne? Hier nicht. Wir müssen, glaube ich, mit der Bahn fahren. Das heißt, wir müssen erstmal wieder runter. Hier oben war ja auch nichts mehr, ne? Warte mal, wo waren wir denn da eben? Hier ist, genau das. Ich bin GM Garth, Gründerin der Initiative. Das ist ja cool, hier sind lauter Leute, ne? Oder zwei zumindest. Aber die waren beim ersten Mal auch schon hier. So, hier müssen wir jetzt auch unten sein, ja genau. Ich würde mal hier gucken, ob wir hier noch mit irgendwem quacken können. Mit Avina möchte ich jetzt nicht reden, ehrlich gesagt. Ich muss Cash sagen, dass sie bei ihrem mich haben. Ich würde sie vermissen. Willkommen auf der Bei ihren Fähigkeiten. Das ist Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass es die Migrationsabwicklung. Ich glaube, hier haben wir es jetzt soweit. Hier scheinen keine Quests mehr zu sein. Dann passt sich das ja jetzt, dass wir mit der Bahn fahren. Zur Kommandozentrale. Der menschliche Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Ericsson-System gelandet war. Berichten zufolge hat sein Sohn als neuer Pathfinder das Kommando über die Tempest übernommen, um die Suche nach einem Zuhause in Andromeda fortzusetzen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Der Pathfinder ist tot. Es lebe der Pathfinder. Hier spricht Addison. Wir haben die Bestätigung, dass unser erster Außenposten, Prodromos, auf EOS errichtet. Ich dachte, die wollte was von uns. Wo ist denn eigentlich diese Reporterin? Wir sollten noch mit so einer Reporterin sprechen irgendwo. Keine Ahnung, aber wo zeigt denn der Questmarker jetzt hin? Müssen wir nach oben? Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Ist das nicht Cashs Büro? Und Drake ist auch hier. Habe ich dir diese Geschichte eigentlich schon erzählt? 343 Mal. Was? Du hast mitgezählt? Lushan, das ist nicht lustig. Okay. Ja, ich habe es gerade eben schon im Augenwinkel gesehen. Da ist irgendwas, eine Kreatur. Pathfinder. Ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Nein, nicht töten, einfangen. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. Okay, die Aufgabe haben wir offenbar abgeschlossen. Was auch immer das für ein Viech war. Ich habe ja versucht zu scannen, ging nicht. Okay, wenn wir gerade schon mal hier sind, sprechen wir doch erstmal mit Drag Quartz vielleicht. Er wird seine Zelle nicht so bald wieder verlassen. Warte mal, da müssen wir mal drüber sprechen gerade. Was? Wie kann es sein, dass uns diese Materialien ausgegangen sind? Ich weiß es nicht, aber Ben kümmert sich schon darum. Vermutlich ist es einfach wieder nur ein Computerfehler. Bei Vetra gab es nie solche Fehler. Das liegt daran, dass Vetra das alles im Kopf hatte. Da können wir armseligen Sterblichen nun mal nicht mithalten. Dell hat mir erzählt, sie hätten ihre Auseinandersetzung mit Spender mitbekommen. Der Pijack tut alles, was er kann, um uns unsere Arbeit zu erschweren. Wieso kommt er damit durch? Spender hat nicht den blassesten Schimmer von Technik, aber er weiß, wie man Leute manipuliert. Und was noch wichtiger ist, ich bin mir sicher, er steht weiterhin mit den Exilanten in Kontakt. Nur kann ich es ohne ihre Hilfe nicht beweisen. Sie haben recht. Diese Sache muss geklärt werden. Schön, dass das noch jemand so sieht. Reden Sie mit Kandros. Er hat wahrscheinlich Überwachungsaufnahmen, irgendwelche Beweise. Aber Sie müssen ihn davon überzeugen, die Freigabe zu autorisieren. Ja.
Mehr haben wir momentan nicht. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Viel Glück da draußen. Okay, wir sollen also mit Kandros sprechen. Sprechen wir kurz mal mit Drake. Und da liegt noch ein Datenpad. Ich glaube, das haben wir noch nicht gelesen. Ich würde gerne mit Drake reden. Drake, ich will mit dir reden. Wie möglich einen Techniker in Ihr Büro. Versuchen Sie es bis dahin mit den Übergangslösungen, die ich Ihnen gerade dieser Ort ist unfassbar, was? Sie meinen diese leicht verbeulte Raumstation? Sie hätten sie mal vor einem Jahr sehen sollen. Da war sie mehr als nur leicht verbeult. Naja, jedenfalls danke, dass Sie mich ins Team geholt haben. Gerne. Tan kann mich nicht von der Station werfen. Und es war schön, meine Enkelin mal wiederzusehen. Sie scheinen sich wirklich nahe zu stehen. Seit ich Cash bekommen habe, hieß es Sie und ich gegen den Rest der Galaxie. Naja, das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher war es das definitiv. Ja, so ein Großvater wünscht man sich doch. So, derselbe Scheiß, ein neuer Tag. Für die Nachwelt, falls die Initiative scheitert. Die Nexus ist ein einziger Zirkus. Ich mag Tens Arbeitsweise nicht und seine Abscheu gegenüber Kroganern ist offensichtlich. Ich glaube zwar, dass seine Absichten letztlich gut sind, aber er ist ein Opportunist, der vermutlich Zwietracht schaffen wird. Ich glaube nicht, dass die Nexus ein Erfolg werden kann, wenn er ungehindert agieren darf. Da würde ich ihr tatsächlich sogar zustimmen. Auf Edison wirkt sich das schon aus. Sie fängt an, die Reihen zu schließen. Ich glaube, ich kann mit Kandros darüber sprechen und zumindest versuchen, die Koordination zwischen uns beiden zu verbessern. Vielleicht aber auch nicht. Wie ich solchen Unsinn hasse. Ja, kann ich hier nur beipflichten eigentlich. Okay. Ich würde sagen, bevor wir mit Kandros sprechen, sollten wir vielleicht mit Nilkin sprechen. Ich meine, dass Cash das gerade angesprochen hat, das ist ja noch lange nicht erledigt. Wir müssen mit Nilkin sprechen. Und das machen wir jetzt direkt als erstes. Würde ich sagen, war das hier? Ja. Hey, hier hat jemand auf dem Boden. Hier sitzt auch einer drin. Ich werde noch krank. Sie sind krank. Sie können doch einen Mann nicht in eine verkeimte Zelle stecken. Wenn ich sterbe, verklage ich Sie. Blas ruhig weiter heiße Luft raus, Kumpel. Dann wirst du schneller trocken. Okay, es ist ja quasi die Ausnüchterungszelle. So, hier haben wir Nilkin bzw. Rancis. Ich habe gehört, Sie waren unten auf Eos. Haben Sie etwas Neues in meinem Fall herausgefunden? Sie haben mich belogen. Hat er uns belogen? Er hat nur gesagt, es wäre hoffnungslos, ne? Er hat nicht gesagt, dass das nicht war. Nicht definitiv. Sie sind ein Lügner. Das Universalwerkzeug hat Sie über die Leiche gebeugt aufgenommen, wie Sie zugeben, ihn getötet zu haben. Was? Moment, das ist nicht... Was wollen Sie hier abziehen? Sam, abspielen. Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Okay, scheiße. Damit ist mein Schicksal wohl besiegelt. Aber Ihr Schuss ging daneben. Ein Schuss der Cat in den Rücken hat Reynolds getötet. Ist das Ihr Ernst? Ich bin unschuldig. Was für ein Glück. Das Urteil muss widerrufen werden. Die Strafe aufgehoben. Das sehe ich ehrlich gesagt. Wir könnten das hier Ten entscheiden lassen. Nee, aber komm, jetzt haben wir haben das angefangen, dann bringen wir es auch zu Ende. Und ich habe dazu auf jeden Fall was zu sagen. Ich werde zu Ten gehen und ich habe vielleicht eine andere Meinung. Sie haben versucht, alles zu vertuschen. Hören Sie, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Aber wenn mein Schuss daneben ging, bin ich unschuldig. Ganz einfach. Wir werden sehen. Okay, wir sollen als nächstes mit Ten sprechen. Das machen wir dann auch mal. Sofort. Ten war wieder hier oben und dann links, meine ich. An die Wartungscrews, bitte melden Sie sich im öffentlichen. Genau da. Oder? Ne, warte mal. Der Pfeil zeigt woanders hin. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Ich glaube, das ist die Reporterin. Ryder, richtig?
Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Oh. Das ist anständig von Ihnen. Ganz ehrlich, da muss ich einfach diese Option wählen. Schön zu sehen, wenn jemand seine Arbeit mit so viel Leidenschaft macht. Das ist sehr freundlich. Manchmal schrecken die Leute wegen der Kamera vor mir zurück. Das ist schade. Also genau das brauche ich. Die Wahrheit, meine ich. Jemand muss die Geschichte, die wir schreiben, festhalten. Es erfordert Integrität, nichts als die Wahrheit festzuhalten. Naja, ich tue mein Bestes und könnte dabei Ihre Hilfe brauchen. Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, Sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Auf jeden Fall. Wenn es Tan schaden kann, bin ich dabei. Okay, interviewen Sie mich. Also dann. 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Oh. Oh. Das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Denn ganz ehrlich, ich würde Probleme erwarten. Bei so einer Aktion. Und wenn ich das sagen würde, das wäre nicht das, was ich sagen würde, auch wenn ich damit jetzt quasi Tan vielleicht schaden könnte. Halte ich das hier für richtig? Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es Ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Das hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Immer wieder gerne. Sie waren großartig. Ich mache mich gleich an den Schnitt. Okay, auf Carries nächsten Interview-Slot warten. Alles klar. Was ist hier? Schön, Sie wiederzusehen. Hallo, Direktor Tan erwartet Sie. Letztes Mal war das hier noch eine Abstellkammer. Ohne Pathfinder brauchten wir auch keine Pathfinder-Halle. Wir arbeiten noch am öffentlichen Bereich. Die Hydrokulturen sind teilweise fertig. Das genügt nicht. Wir sind zu wenige. Meine Leute brauchen eine Pause, Tan. Das verstehe ich. Aber erst muss unser Überleben sichergestellt sein. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich treffe mich mit unserem Pathfinder. Ah, Ryder. Edison hat mir von dem Außenposten erzählt. Sie sind der Held des Tages. Es ist zu früh zum Feiern. Noch haben wir keine Heimat gefunden. Nicht so bescheiden. Sie haben sämtliche Zweifler eines Besseren belehrt. Und Sie sind mein bester Freund? Eher ein Förderer, der Ihren Traum einer strahlenden Zukunft teilt. Boah. Also ich möchte mit denen nicht einer Meinung sein. Bei allem Respekt, Direktor Tan, aber Sie kennen mich nicht. Oh, ich denke schon. Ihr Einfallsreichtum spricht für sich, Ryder. Die Entschlüsselung des Gewölbes, Alien-Terraforming, das alles hatten wir nicht erwartet, aber ein guter Pathfinder improvisiert. Und ein Brillanter zeigt seine Erfolge. Die Pathfinder-Halle, na ganz geil. Ihre Trophäen sind die ersten in der Pathfinder-Halle. Sie sind jetzt ein Sinnbild, Ryder. Etwas, woran die Leute glauben. Wir haben also einen Trophäenraum. Und es war eine Teamleistung, auf jeden Fall. Ohne meine Crew hätte ich das nie geschafft. Sie ist unglaublich fähig. Aber Sie führen sie an. Vorsicht, Ryder. Am Ende adoptiert er sie noch. Ah, meine Mitarbeiter. Kollegen. Sie wollen uns doch nicht etwa entmachten, oder, Tan?
Vergessen Sie nicht, ich bin Direktor der Initiative. Nur kommissarisch. Und es ist mal ganz klar, dass Ten versucht, uns um den Finger zu wickeln. Wir können uns kein Kompetenzgerangel leisten. Dafür steht zu viel auf dem Spiel. Wir sollten zusammenarbeiten. Dasselbe sage ich schon, seit wir hier sind. Dann hoffe ich, ich kann den Pathfinder von mir überzeugen. Ich habe Bedenken wegen Eos Rider. Ein Außenposten voller Wissenschaftler wird uns bei einem Cat-Angriff nicht viel nützen. Nein, aber mehr Forschung könnte auch mehr Lebensmittel für die Nexus bedeuten. Wir könnten darüber wie immer den ganzen Tag debattieren. Aber die Entscheidung ist gefallen. Wie wollen Sie weiter vorgehen, Ryder? Wir haben eine Spur zu dem Terraforming-Netzwerk. Ich muss tiefer in den Sektor vordringen, um dem nachzugehen. Wenn die anderen goldenen Welten da sind, wo sie sein sollten, könnten wir ihnen so näher kommen. Vorsicht! Die Cat durchsuchen den Cluster nach Relikt-Technologie. Rechnen Sie also mit Kämpfen. Und dann sind da noch die Exilanten. Sie sind nicht gut, auf die Nexus zu sprechen. Trotzdem brauchen wir weitere Außenposten. Sie sind entscheidend für den Ausbau der Station. Ryder könnte da draußen nach den anderen Archen suchen. Ja, der Plan ist gut. Sie haben meine Erlaubnis. Ich hatte nicht darum gebeten. Natürlich nicht. Und ich befürworte diesen Enthusiasmus. Klar. Ja, ihr seht, ich mag Ten überhaupt nicht. Wir haben Stufe 9 erreicht. Ryder, hier ist Harry. Ich bin wieder auf der Arche. Was gibt's? Wir haben vielleicht eine Möglichkeit gefunden, mit Ihrer Schwester zu sprechen. Kommen Sie auf die Krankenstation der Hyperion, wenn Sie Zeit haben. Mach ich. Okay, mit Cyber... Pathfinder, wir sollen uns so schnell wie möglich bei Direktor Edison melden. Richtig. Wegen der Andromeda-Lebensfähigkeit und ihrer Erhöhung. Das könnte hilfreich sein. Aber doch bitte nicht alles auf einmal, verdammte Axt. Jetzt muss ich erstmal einen Mordfall klären hier. Wo ist denn der Kollege? Oh, hier ist Cora. Die Stimmung auf der Nexus hat sich seit Eos völlig verändert. Das kann man wirklich spüren. Ein neuer Außenposten, Hilfe durch einen Pathfinder, Menschen wachen auf. Es ist ein Neubeginn. Aber noch ist es nicht geschafft. Die Initiative hat noch viele Versprechen einzuhalten. Und das ist unsere Aufgabe. Aber es tut verdammt gut, wenn man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das ist wohl wahr. Wir gucken uns hier auch gleich noch um. Jetzt will ich aber kurz mal hier die Sache mit dem blöden Mord da klären. Sie hatten ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken. Wir reden hier von der Geißel, Direktor Ten. Ihr Ursprung lässt sich durch nichts erklären, was wir kennen. Wie kann das sein? Wir haben doch massenhaft Ausrüstung mitgenommen. Und die Messungen der Tempest helfen uns auch weiter. Dennoch haben wir bisher gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Ich will nicht, dass es später in den Geschichtsbüchern heißt, die Initiative hätte vor einer Weltraumwolke kapituliert. Manche Dinge sind nun mal größer als wir. Diese Ausrede lasse ich nicht gelten. Es geht hier um Wissenschaft. Und Sie da drüben schimpfen sich doch Wissenschaftler, oder? Also finden Sie es raus. Bis bald, Direktor. Ja, Ten ist ein absolutes Arschloch, der grundsätzlich alleine überhaupt nichts reißen kann und es immer über andere versucht. Okay. Ryder, Ihr Start war vielversprechend. Ich habe ernst gemeint, was ich gesagt habe. Sie sind jetzt ein Symbol für die Hoffnung, dass die Dinge besser werden. Aber ich mache mir Sorgen über dieses Terraforming-Netzwerk. Was wissen wir schon wirklich darüber? Es ist anders als alles, was wir je gesehen haben. Jemand muss große Pläne mit diesem Cluster gehabt haben. Aber wer? Das wissen wir noch nicht. Aber zumindest sind wir schon mal auf seiner Spur. Haben Sie noch weitere Anliegen? Ja. Direktor, ich habe diesen Mord untersucht. Nilken hat es nicht getan, aber es gibt Beweise, dass er es vorhatte. Ach, wie bedauerlich. Wir versuchen, den Leuten ein Gefühl von Stabilität zu vermitteln, ihnen zu zeigen, dass sie sich auf unsere Führung verlassen können. Außerdem legen wir die Basis für ein Rechtssystem hier in Andromeda. Und nun das. Ein verurteilter Mörder, der den Mord nicht begangen hat. Solche Dinge sind nur selten einfach schwarz und weiß. Das ist mir bewusst. Wenn wir die Beweise zurückhalten und das Urteil bestehen lassen, verbannen wir einen Mann für ein Verbrechen, das er technisch gesehen nicht begangen hat. Heben wir das Urteil auf, schenken wir einem Mann die Freiheit, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte und es dann vertuscht hat. Ihre Nachforschungen haben die Angelegenheit verkompliziert. Also sollten Sie auch die Verantwortung für Ihren Ausgang tragen. Verbannen wir ihn wegen Mordes?
Okay, jetzt wird's schwierig, denn wir müssen die Wahl treffen. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Also, was wissen wir? Wir wissen, dass Nilken seinem Vorgesetzten gedroht hat. Es gab ja eine Rangelei. Und die übrigen Mitglieder des Teams haben diese Rangelei auch mitbekommen und haben sie, glaube ich, auch beendet. Sie sind dazwischen gegangen. Nilken war der Meinung, dass der Vorgesetzte, wie hieß er, hab den Namen vergessen. Ist auch egal. Jedenfalls, dass der das Leben des Teams aufs Spiel setzt. Und hat dann tatsächlich auf ihn geschossen. Vorsätzlich. Hat ihn allerdings verfehlt. Aber, ja, ein Cat hatte eben auch auf den Vorgesetzten geschossen, in den Rücken. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Nilken war in der Annahme, er hätte ihn selbst erschossen und hat es vertuschen wollen. Er war selbst im Glauben, dass er ihn ermordet hätte. Was er ja auch wollte. Er wollte ihn ja ermorden. Und dafür gibt es ja auch Zeugen. Wir haben mit einer Zeugin gesprochen. Eieieiei. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Verdammte Axt. Was ich jetzt so geil finde, Scott hat gerade gesagt, Gerechtigkeit ist kompliziert und nicht einfach nur schwarz und weiß. Warum muss ich jetzt an dieser Stelle eine Schwarz-Weiß-Entscheidung treffen? Warum gibt es kein Grau? Wo sind die Grautöne? Warum kann ich nicht sagen, hier, Arbeitsdienst, Rehabilitation, bla bla bla? Ich fühle mich verarscht von BioWare gerade. Nee, aber weißt du, was ich mache? Wenn wir sagen würden, wir verbannen ihn, würde das Ten sehr in die Karten spielen. Er müsse sich nicht erklären. Es bleibt alles beim Alten wie geplant. Fakt ist, wir wissen die Wahrheit. Die Frau von Nilken ist ja auf uns zugekommen. Und wir warten doch, wir schauen uns doch einfach mal an, was passiert. Wir schauen uns einfach mal an, was passiert, wenn wir ihn freilassen. Da unten herrschte das reinste Chaos. Es ging um Leben und Tod. Aber sein Schuss hat Reynolds nicht getötet. Wir müssen ihn gehen lassen. Sie sind ein äußerst sachlicher Mensch. Ich hoffe nur, wir werden es nicht bereuen. Ach. Aber gut, damit wäre es entschieden. Er wird für seine Rolle in diesem Chaos gemeinnützige Arbeit leisten. Ah. Aber er ist ein freier Mann. Zumindest können wir diese unangenehme Angelegenheit jetzt hinter uns lassen. Okay, das ist geklärt. Und er wird gemeinnützige Arbeit leisten. Und warum wird mir das denn bitte nicht gesagt, bevor ich diese Scheißentscheidung treffe? Ganz ehrlich, das geht mir auf den Piss, sowas, ne? Okay. Gemeinnützige Arbeit, da kann ich voll mit leben. Ist genau das Richtige. Denn, wenn wir es letztendlich mal nüchtern betrachten, hat er seinem Team ja quasi das Leben gerettet, sehr wahrscheinlich. Also, Glück im Unglück. So, und jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Naja. Wir haben noch keine eigene Rüstung hergestellt. Ein Datenpad. Wichtige europäische Interplanetarmissionen. Gespendet an den Rat für historische Aufzeichnung der Andromeda-Initiative. Alle Jahresangaben in Common Era, also in nach unserer Zeitrechnung. Heißt das, glaube ich. So in der Art. So, 1985 bis 1992. Giotto. Erste interplanetare Sonde der ESA. Erste ESA-Mission zu einem Asteroiden Halley und Grieg Scalab. 1990, Start des Hubble-Weltraumteleskops. 1992, Ulysses. Erste ESA-Mission zur Sonne. Erster Umlauf um die Sonne und so weiter und so fort. Da steht noch ganz viel. Das könnt ihr euch alles durchlesen. Ich lese das jetzt nicht alles komplett durch.
Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so tatsächlich der Realität entspricht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich hier das Ganze der Realität entspricht. Ist ja irgendwie hier mit der europäischen Raumfahrt-Dingenskirchens da, wie heißt das jetzt hier, ESA? Europäische Interplanetarmission, die ESA gibt es ja. Auszeichnung Andromeda alias, steht da nur abgekürzt. Die ESA gibt es ja tatsächlich, die haben ja auch, glaube ich, so werbungstechnisch mit denen kooperiert, bevor das Spiel rauskam. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare hauen. So. Was ist das hier? ESAF Majiriti. Das erste bemannte Raumschiff der Menschheit mit Ionenantrieb, gebaut mit der Technologie, die sich 2003 bei der ESA-Sonde Smart 1 bewährt hatte. Ich weiß nicht, ob es diese ESA-Sonde gab. Keine Ahnung. Die Normen, die SR2, mal wieder. Insgeheim erworbener Bauplan der SSV Normen, die SR2, eine Tarnfregatte, die auf einem von Allianz und Turianischer Hierarchie gemeinsam entwickelten Design basiert. Ich weiß nicht, was ich da gerade für Scheiße gelesen habe. THV Ravuna. Ein Modell der Ravuna, ein frühes Raumschiff der Turianer und das erste, mit dem sie durch ein Massenportal geflogen sind. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das hier mit unserer Pathfinder-Tätigkeit zu tun hat, aber gut. Was haben wir hier? Können wir mal was scannen eigentlich? Das wäre vielleicht auch nochmal Sinn. Ach, hier, guck mal, da. Ah, Forschungsdaten, sage ich nur. Alles, was Sie erreichen, wird hier zu sehen sein. Prototyp der Pathfinder-Panzerung. Okay, aber wir können uns eines scannen. Bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihren Status. So. Da haben wir... Was haben wir hier? Eine Gedenkstätte? Mit feierlichem Stolz gedenken wir jener, die ihr Leben für Erkundung und Entdeckung gegeben haben. Tja, ich würde sagen, das dürfte Alex sein, ne? Also unser Vater, quasi. Warte mal, wieso ist das jetzt weg? Kann ich nochmal drauf drücken? Warte. Warum ist das jetzt weg? Bitte informieren Sie Direktor Pan über Ihren jetzt wieder da. Okay. So. Was steht denn jetzt als nächstes auf dem Plan? Hab's schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Mit Addison soll man quatschen. Und wir müssen es auch, glaube ich, mit einer Assistentin von Addison quatschen. Meine ich, auch für eine Quest. Wobei, nee, das war doch die... Mit der haben wir ja schon gequatscht. Kiri, ist die wieder... Der Fall Rancis ist also endlich abgeschlossen. Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon über einen Mord berichte. Tja, kannst mal sehen. Ich habe übrigens bei der ersten Aufnahme die andere Option gewählt. Also ich habe ihn verbannt. Ich weiß nicht, was dabei raus... also ich habe ihn noch nicht wieder getroffen, weil so viel weiter habe ich ja dann auch nicht gespielt. Das ist sehr geil hier, oder? Dass man hier so schön rausgucken kann. Erinnert mich aber schon ein bisschen an die Citadel. Besonders aus Mass Effect 1. Da ist man ja auch draußen auf der Citadel rumgelaufen. Ah, hier ist doch das Arschloch. Die Meuterei lief perfekt. So viel Gewalt. Und nachdem sie beinahe die Station zerstört hätten, verlangen die Kroganer mehr Macht. Daraus wird nichts. Ach, die Meuterei lief perfekt. Das sagt er jetzt einfach mal so hier. Warum kann ich den jetzt nicht gleich verhaften? Ich meine, der hat mir das gerade ins Gesicht gesagt. Das ist doch offensichtlich hier alles. Nein, das wollten wir so nicht. Aber haben wir denn eine Wahl? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Spender, Sie haben einen Job. Falls Sie ihn behalten wollen, tun Sie ihn. Verdammt! Moment. Hat der gerade mit Addison gesprochen? Ich bin sehr irritiert hier gerade. Sie haben für frischen Wind gesorgt, Pathfinder. Meine Abteilung hat jetzt tatsächlich koloniale Angelegenheiten zu verwalten. Und Sie haben neue Werkzeuge, um das Wachstum der Initiative zu unterstützen. ALP, bereit zum Ausgehen. Okay.
Ja, und jetzt sehen wir endlich Addison wieder. Das ist ja, Addison war ja der größte Knackpunkt, sage ich mal, was halt die Kritik anging an Gesichtsanimationen, Augen, hast du nicht gesehen. Und man hat eben schon auf Anhieb gesehen, dass das deutlich besser aussieht. Ja, erzähl mal mehr davon. Sam hat schon gesagt, es gäbe eine neue Funktionalität, die wir besprechen müssen. Die Initiative soll dadurch den Pathfinder unterstützen. Sie und ihr Team sorgen da draußen dafür, dass Andromeda lebensfähig wird. Das stärkt uns alle. Wenn sie eine Schwelle überschreiten, kann eine neue Kryogruppe rausgeholt werden. Sie wollen mehr Forschung? Wie in Prodromos? Ihre Entscheidung. Brekker zeigt ihnen das Interface und kümmert sich um die Details. Sie müssen lediglich entscheiden, was Leben in Andromeda bedeuten soll. Ohne Druck. Okay. Mit Addisons Assistenten Brekker sprechen. Dann machen wir das auch mal. Die kommen aber sehr nah. Guck mal. Ist das Absicht? Okay, dann sprechen wir mal mit Brekker. Hallo Pathfinder. Ich bin Kryobetriebsverwalter Wladimir Brekker, C63 Galati. Ihre vordringliche Aufgabe besteht darin, unwiderruflich über den Verlauf jedes Lebens in der Initiative zu bestimmen. Wow, das ist ein bisschen zu viel. Ja, natürlich. Aber jetzt haben Sie Respekt vor dem, was wir hier tun. Die Andromeda-Lebensfähigkeit und die Nexus-Grenzwerte sind Ihre Werkzeuge, Ihre Belohnung und unsere Zukunft. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, es sieht also so aus, dass wir jetzt selbstständig Leute aufwecken können. Wie läuft das mit den ALP? Ein Großteil der Vorbereitungen in der Milchstraße konzentrierte sich darauf herauszufinden, wie man Erfolg misst. Bei den Grenzwerten geht es um Kapazität, aber hier geht es um Kosten. Wie viel Unterstützung wir uns tatsächlich leisten können. Punkte sind dabei nicht das eleganteste System, aber eins wird dadurch ganz klar. Je mehr sie davon erringen, desto mehr können wir einsetzen. Wie messen Sie Grenzwerte? Sie basieren auf Ressourcenschätzungen und der allgemeinen Stabilität. Eine Metrik für akzeptablen Handlungsspielraum und vertretbares Risiko. Je mehr sie erreichen, desto größer unsere Unterbringungskapazität und desto mehr kann die Initiative für sie tun. Oder ganz simpel, je mehr sie tun, desto mehr Raum haben wir zum Wachsen. Ich entscheide also, welche Gruppen aufgeweckt werden. Dann sind also alle irgendwann wach, oder? Genau. Aber das Ganze muss geordnet ablaufen. Es gibt Unterstützungslinien. Sie können kein Omelett zubereiten, wenn Sie vorher nicht für Eier sorgen. Und Eier bringen Ihnen nichts für einen Steak. Macht Sinn. Der Unterschied ist, dass es hier um Personen geht und um den Beginn eines Lebens für uns alle. Dennoch würde ich gerne Familien gemeinsam aufwecken. Okay, Brekker. Womit fange ich an? Das Interface ist aktiv und reagiert nur auf einen Pathfinder. Es ist bereit für Ihre erste Auswahl. Sie können beginnen, die Initiative nach Ihren Wünschen zu formen. ALP ausgeben, um Vorteile zu erhalten. Okay, und das ist offenbar das Interface dafür. Dann machen wir das mal. Wir haben eine Kryokapsel verfügbar. Wissenschaftspots, Verteidigungspots und Handelspots. Ja, mal gucken hier. Diese aufgrund ihrer jahrelangen Felderfahrung und Findigkeit in Drucksituationen ausgewählten Wissenschaftler können die Forschungs- und Rohstoffgewinnungskapazitäten der Initiative rasch verbessern. Verteidigungspots. Armeeveteranen aus allen Teilen der Milchstraße engagieren sich mit ihrer Kampfausbildung und ihrer Überlebensfähigkeit in der Wildnis von Andromeda. Handelspots. Der Handel ist das Rückgrat jeder Zivilisation. Diese talentierten Händler und Unternehmer nutzen ihre Kontakte zur Beschaffung seltene Objekte für finanzielle Investitionen oder zur Verbesserung der Inventarverwaltung. So, hier hätten wir Labortechniker und Minenanlagen. Verbesserte Entwicklung, aber das können wir noch nicht. Also Labortechniker helfen dem Wissenschaftsteam der Nexus, die Daten über Helios effizienter zu analysieren. Zeitlich begrenzte Belohnung. Erhalten Sie regelmäßig Forschungspunkte? Klingt gut. Minenanlagen. Nexus gibt Ressourcen zur Errichtung von Bergbaustationen im Helios frei. Erhalten Sie regelmäßig eine Auswahl an Mineralien. Klingt auch gut.
Dann hätten wir hier unter Verteidigung Munition. Freunde in der Nexus-Miliz sorgen dafür, dass die Crew des Pathfinder immer gut ausgerüstet ist. Erhalte regelmäßig eine Lieferung mit Verbrauchsobjekten. Jagdgesellschaften. Erfahrene Kämpfer messen sich mit den wilden Tieren von Helios und erlernen so die besten Strategien, um diese Begegnung zu überleben. Erhalten Sie regelmäßig organische Materialien, Spezialeinheit. Erstklassig ausgebildete Trupps stellen im Gebiet der Kett deren Verteidigung auf die Probe. Erhalten Sie regelmäßig Tech-Materialien. Dann haben wir Aufklärung. Nexus-Techniker statten die Aufklärungsposten der Initiative mit Langstreckensensoren und Überwachungssystemen aus. Enthüllt versteckte Lager rund um eingerichtete Aufklärungsposten. Gut, fortgeschrittenes Training, allzeit bereit, Vielseitigkeit geht nicht, aber Apex-Taktik haben wir. Apex erweitert sein Repertoire um neue Taktiken. Erhalten Sie 15% mehr Credits für Apex-Missionen. Mhm. Handelspots. Finanzielle Infrastruktur. Ökonomen planen und schaffen die Infrastruktur für ein stabiles Finanzsystem, von dem die Außenposten profitieren. Verdienen Sie durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Dann haben wir Verbindung zum grauen Markt. Verbündete garantieren, dass Repräsentanten der Initiative bei Verhandlungen eine stärkere Position haben. Bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten. Und Handelskapazität. Die strategische Verwendung der Nexus-Ressourcen erhöht die Handels- und Transportkapazitäten. Erhöhung der Inventarkapazität. Das ist ein interessanter Punkt. Wäre ein interessanter Punkt, wenn es den Patch nicht gäbe. Habe ich nämlich tatsächlich gemacht. Bei der Aufzeichnung vor dem Patch. Aber da unser Inventar vergrößert wurde, hat keine Priorität, sage ich mal. Ich würde tendieren, warte mal, Handel. Ich würde sagen, Verdienst durch Investitionen in regelmäßigen Abständen Credits. Klingt nicht uninteressant. Bessere Preise beim Kaufen und Verkaufen von Objekten. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich will kurz mal was schauen. Wir haben eine Quest. Warte mal. Eine hoffnungsvolle Spur in das Unaon-System reisen. Da weiß ich noch gar nichts von. Verbündete und Beziehung Helios-Aufgaben. Nexus? Nee. Ich das jetzt mal wüsste. Oder was war denn das? Zusätzliche Aufgaben? Bessere Zubereitung. Sphärenmodell. Vergleichsweise fremdartig. Entwicklung. Verstorbener Bruder. Das ist das mit dem Anhänger. Weg eines Helden. Mit Kiritre. Haben wir gemacht. Mit Edisons Assistenten auf der Nexus sprechen. Aufgabe in der Zukunft erwacht. Die will ich jetzt mal aus. Und dann müssen wir wieder mit ihm sprechen. Das machen wir direkt nochmal. Wir erwarten Ihre erste Verwendung von ALP Pathfinder. Greifen Sie dazu einfach auf das Interface zu. Alle Logistik-Updates müssen. Okay, offenbar müssen wir jetzt tatsächlich erst hier irgendwas machen. Das nervt. Ne, warte mal. Ich will nochmal was gucken. So, die Familie von Darke Tirvien, eine Turianerin, die noch im Kälteschlaf liegt, bittet darum, sie schon jetzt und nicht erst mit ihrem vorgesehenen Kolonieblock zu wecken. Prodromos erhält zwar die Experten, die es braucht, aber die Moral trägt ebenso sehr zur Lebensfähigkeit bei wie Ressourcen. Das finde ich genauso. Leider steht jetzt nicht hier, für welche Tätigkeit die vorgesehen ist. Also können wir da nichts dran drehen. Auf diese Weise. Und ich nehme jetzt die finanzielle Infrastruktur. Und damit können wir dann, glaube ich, weiß ich nicht, ja, in einem bestimmten Zeitraum immer irgendwie Credits einsammeln. So, das ist abgeschlossen. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Auch wenn er jetzt die falsche Quest ausgewählt hat, wieder. Pathfinder, der ALP-Aufstieg wird gemäß Ihren Anweisungen fortgesetzt. Und natürlich bleibt das Interface für etwaige künftige Anpassungen zugänglich. Protokolle und Prozesse sind was Feines. Jetzt leben wir. Okay, wir können also noch mehr fragen. Ich möchte aber erstmal jemanden aus dem Kälteschlaf holen. Ich möchte eine bestimmte Person aus dem Kälteschlaf holen.
Name und Kennzeichnung, falls verfügbar. Das ist alles? Sie machen's einfach? In meiner Stellenbeschreibung steht nichts von Diskussionen mit dem Pathfinder. Ach. Aber natürlich zeichne ich sämtliche Interaktionen auf. Falls etwas, das Sie verlangen, zu Problemen führt, ist damit eindeutig, dass Sie verantwortlich sind. Diese Sache bleibt unter uns. Hier sind die Infos. Einsatz erfolgt in Kürze. Sonst noch etwas, Pathfinder? Ja, jetzt fragen wir ihn nochmal ein bisschen aus. Wieso sind Sie bei der Initiative? Ich war Lehrer. Ein gutes Leben. Ich habe bis zum Schluss die Vor- und Nachteile gesehen. Sie haben sie abgewogen und gesagt, auf nach Andromeda? Nein, es gefiel mir nur nicht, dass ich das Ende sehen konnte. Hier habe ich keine Ahnung, was morgen sein wird. Das gibt mir eher das Gefühl, dass ich lebe. Naja, wenn ich, lassen wir das. Hä? Was ist jetzt passiert? Was? Was ist denn jetzt passiert? Wir haben eine Belohnung zum Einsammeln. Ich bin jetzt total irritiert. Ich habe doch nur den Dialog gewählt und nichts anderes gemacht. Okay, Andromeda, Lebensfähigkeit. Bei jedem Stufenaufstieg der Nexus können Sie eine neue Gruppe von Siedlern aus dem Krügelschlaf aufwehren. Das wissen wir doch alles. Verdienen Sie durch... Ja, hier ist alle Belohnung. Welche Belohnung? Hier ist noch keine Belohnung, oder? Erhalten Credits-Lieferung. Okay. Okay, wir haben 500 Credits bekommen. Okay, nochmal. Einen schönen Nachmittag, Pathfinder. Oder guten Morgen. Je nachdem, nach welcher Welt wir uns richten, die wir entdeckt haben. Direktor Addison stört das sehr. So, jetzt nochmal die Grundlagen. Ach. Ach so, und dann geht er da direkt drauf, okay. Ja, Pathfinder. Das ist aber ein bisschen blöd gemacht, ehrlich gesagt. Wie ist Ihrer Ansicht nach der Status der Initiative? Bitte befragen Sie dazu das ALP-Interface. Es verfügt über eine detaillierte Auflistung Ihrer Fortschritte. Und Ihre persönliche Meinung? Ihr Fortschritt ist aufregend. Ich fordere Sie dazu heraus, meinen Job überflüssig zu machen, Pathfinder. Was hier für arrogante Ärsche rumlaufen. Bis zum nächsten Mal. Pathfinder? So, was ist denn jetzt hier? Jetzt müssen wir nochmal mit Addison sprechen. Ja, Pathfinder? Fangen wir oben an. Wie läuft's mit der Lebensfähigkeit? Mühsam. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Lebensfähigkeit keine abstrakte Größe ist. Es geht um Leben. Darum, hier Fuß zu fassen. Gehen Sie da raus, Ryder. Erfüllen Sie Ihre Aufgabe. Wir sterben. Also das haben die ganz gut hinbekommen mit dem Patch, muss ich sagen. Also die sieht jetzt lange nicht mehr so creepy aus wie vorher. Jemand aus dem Kälteschlaf holen, das müssen wir mit ihr eigentlich gar nicht besprechen, oder? Aber machen wir trotzdem. Ich habe Informationen über einen bestimmten Schläfer, den ich gerne aus dem Kälteschlaf holen würde. Ich würde das gerne vermeiden. Und ich habe dafür Gründe. Gründe? Ist das alles? Hören Sie, Sie sind der Pathfinder. Wenn Sie eine Anfrage für Ihr erweitertes Team haben, können Sie die einreichen. Greifen Sie über Breckers Konsole auf die Daten der Schläfer zu. Mich geht das nichts an. Solange daraus kein Problem für mich erwächst. Ist das klar? Ja, das wussten wir jetzt auch schon. Aber ich war noch nicht fertig. Ja, Pathfinder? So, also nochmal ganz kurz, eben weil er da oben angezeigt hat, hier Videoclip gespeichert. Ich hoffe, dass jetzt mit der Aufnahme alles gut geht, weil jetzt ist die Backup-Aufnahme, die ich ja mit der PS4 immer mache, natürlich, haben wir natürlich einen Cut drin. So, Reaktion auf Außenposten. Wie hat die Nexus auf unsere neue Ansiedlung reagiert? Wir schicken die Leute an den Ort, den sie uns nennen, weil sie dort gebraucht werden. Wir können keine Rücksicht auf spezielle Vorlieben nehmen. Kann die auch mal irgendeine vernünftige Antwort geben? Einfach eine vernünftige, nette Antwort. Was ist eigentlich mit ihrem Assistenten? Er ist ein bisschen... Spender ist ein Arsch. So kann man das auch sagen. Ich weiß, dass er gewisse Vorurteile hat. Aber die hat Ten auch. Und unsere Personalauswahl ist nun mal begrenzt. Bringen Sie uns mehr Außenposten, dann ändert sich das vielleicht. Mit Leuten wie ihm tun Sie Ihrer Abteilung keinen Gefallen. Probleme mit dem Personal stehen auf der Liste der Dinge, die mich interessieren, ziemlich weit unten. Tja, das dachte ich mir fast. Direktor Addison?
Auf Wiedersehen, Pathfinder. Ich würde es ja gar nicht wundern, wenn die beiden miteinander gemeinsame Sachen machen. Wieso kann ich mit Spender nicht reden? Wieso kann ich denen nicht einfach einen reinhauen? Ich guck mal kurz ins Logbuch. Wir müssen die Quest vielleicht auch mal... Was war das? War es auf der Nexus? Mit Dr. Ari Danner spiele ich gleich mit Sam. Ah Mensch, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen noch in den Sam-Kern. Oh, das habe ich ganz vergessen. Alles klar. Ja, müssen wir in der nächsten Folge machen. Sphären vergleichsweise fremdartig. Entwicklung, Forschung, verstorbener Bruder, Weg eines Helden. Verschwundener Wissenschaft, Relikt, Benennung der Toten. Wie hießen die Scheißquests? Warte mal, das könnte auch sein. Verbündete und Beziehung. Da. Achso, wir müssen mit Kandros als nächstes sprechen. Das war's. Okay, dann machen wir das als nächstes in der nächsten Folge, aber allerdings erst, denn wir sind schon wieder irgendwie bei einer Stunde oder so. Ich wollte gar nicht so lange machen. Ja, in der nächsten Folge sprechen wir dann halt mit Kandros und erledigen noch ein paar andere Aufgaben, die wir hier haben. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Da ist er schon.